Es ist soweit. Von jetzt an heißt dieser YouTube-Channel so wie mein Kaffeeblog, nämlich Kaffeenavigator. Hallo, ich bin Oliver Springer und auf diesem Kanal bist du richtig, wenn du Kaffee magst. Kaffee war schon immer das Thema auf diesem Kanal, deshalb hätte ich den Kanal längst in Kaffeenavigator umbenennen sollen. Warum habe ich das nicht früher getan und vor allem, warum habe ich das nicht im Juli vorigen Jahres so gemacht? Die letzte Umbenennung ist kaum mehr als ein Jahr her. Erst im Juli 2021 hatte ich meinen Kanal von Billig Beraten in Oliver Springer umbenannt. Der alte Name passte nicht mehr. Ich brauchte einen neuen und Kaffeenavigator. Das wäre die naheliegende Wahl gewesen. Ich wollte allerdings zusätzliche Themen auf den Kanal bringen, bei denen es dann nicht um Kaffee gehen sollte. Meine Überlegung war, egal über welches Thema ich spreche, ich bleibe immer Oliver Springer. Selbst dann, wenn es thematisch irgendwann in eine ganz andere Richtung geht. Der entscheidende Grund, warum mein YouTube-Channel voriges Jahr in Oliver Springer und nicht in Kaffeenavigator umbenannt wurde, war nämlich fehlende Planungssicherheit. Die Corona-Krise hat bei uns allen das Leben durcheinander gebracht, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Meine großartigen Pläne für 2020, die hätte ich mir sparen können und naja, 2021 lief ja auch nicht rund. Mit entsprechenden Folgen für meine Projekte bzw. die Projekte, bei denen ich mit dabei bin. Das hat unter anderem dazu geführt, ein ganz neues Projekt an den Start zu bringen. Gemeinsam mit einem meiner langjährigen Kooperationspartner ist Metamar Lounge entstanden. Ein Projekt für Lo-Fi-Hip-Hop der ganz, ganz entspannten Art. Dazu gibt's auch einen YouTube-Channel. Den Metamar Lounge YouTube-Channel werde ich verlinken und auch den Link zur Metamar Lounge Website findest du in der Videobeschreibung. Bei aller Ungewissheit im letzten Sommer hatte ich für dieses Jahr doch fest damit gerechnet, dass nach zwei Krisenjahren die allgemeine Lage wieder sehr viel besser sein würde. Schluss mit Krisenmodus, mehr Optimismus, das wäre nicht nur für die Motivation, das auch für meine gut gewesen, sondern nicht zuletzt für die Projekte und die Planungssicherheit. Eins ist mir allerdings klar geworden, auf diesem Kanal bleibt es bei Kaffee und Themen, die einfach gut zu Kaffee passen. Meine neuen Themen, die gehören auf einen neuen Kanal, für den ich allerdings den alten Namen nehme. Oliver Springer wird der neue Kanal heißen. Wunder dich also nicht, wenn der neue Kanal so ein bisschen aussieht wie dieser Kanal früher. Genau das ist die Absicht. Wenn du bis jetzt zugehört hast, möchtest du bestimmt noch wissen, was ich für meinen zweiten Kanal geplant habe. Kurz gesagt mache ich da weiter, wo ich bei Motivation ist Gold aufgehört habe. Und was früher unter dem Dach von Billig Beraten zu finden war, nämlich Mindset und Tools für mehr Produktivität. Das habe ich mir so als Claim überlegt. Zum einen sind da meine Motivationstipps, die ich seit Jahren fast jede Woche veröffentliche. Es geht um Selbstmanagement, darum, an sich selbst dauerhaft zu arbeiten, aber ohne die damit oft verbundene Übertreibung und ohne sich dabei unter Druck zu setzen. Ganz im Gegenteil. Außerdem wird es um Technik gehen und dabei in erster Linie um Tools, die dir dabei helfen, produktiver zu werden. Diese beiden Themengebiete zu verbinden, das ist die Idee für den zweiten YouTube-Kanal und den bereite ich gerade vor. Danke fürs Zuhören. Bis bald.